Liebe Gemeinde, geschätzte Gäste, liebe Mitarbeitende, werte Kirchenvorsteherinnen und Kirchenvorsteher, liebe GPK, geschätzte Mitglieder der Synode, geschätzte Mitglieder der Baukommission, mit grosser Freude und Stolz begrüßen wir euch zur Wiedereröffnung der Kirche Rapperswil. Besonders begrüßen möchten wir unseren Kirchenratspräsidenten, den Pfarrer Martin Schmid aus St. Gallen, unseren Ständerat Beni Würth, unseren Stadtpräsident Martin Stöcklin. Mit Freude begrüße ich unsere verschiedenen Kirchengemeinden, die Kirchengemeindepräsidentin der reformierten Kirchengemeinde March, Severina Möhl, Pfarrerin Lisette Schmid-Martinez vom Encuentro en Español, in der Pfarrer Martin Juth von der reformierten Kirchengemeinde Uzne, der Präsident von der Kirchenpflege der reformierten Kirche Rüti in seiner Stellvertretung, der Martin Trüb, Monsieur Redouane Echabanti, der Pfarrer von der Église Française, bienvenue. Gern heiße ich auch unsere ökumenischen Freunde willkommen, der Baptistin vom Kloster Wurmsbach, die Schwester Monika Thum, der Präsident der katholischen Kirchengemeindeverwaltungsrat, Dr. Karl Geller, der katholische Stadtpfarrer Felix Büchi, der Guardian vom Klösterli, der Bruder Norbert, der Pastor der Kirche im Prisma, der Reto Pelli. Begrüßen möchten wir auch unsere Ehrengäste, Elisabeth Bossart, Frau von unserem verstorbenen Kirchenpräsidenten Peter Bossart, den Thomas Rüeg, unser ehemaliger Stadtrat und Präsident vom nächsten ökumenischen Kirchentag. Und wir freuen uns auch, ehemalige Kirchenvorsteherinnen und Vorsteher zu begrüßen. Den Professor Dr. Markus Knoblauch, den Boris Neff, den Alexander Schlüeli. Wir begrüßen auch die MSA Meletta Strebel Architekten mit dem Ernst Strebel, dem David Menti, Anna Ebneter, Sandra Keisner und dem Paolo Köliker. Willkommen in unserer schönen neuen Kirche. Es ist unsere grosse Freude und Ehre, mit euch die Wiedereröffnung unserer geliebten Kirche zu feiern. Mit Mut und Weitsicht haben wir die Sanierung, Modernisierung und Erneuerung zu einem wunderschönen Ende gebracht. Unsere 180-jährige Kirche erstrahlt im neuen Kleid voll Wärme und Harmonie. Lasst uns den Umbau mit verschiedenen Impressionen Revue passieren. Wir haben am letzten Frühling den Umbau der Kirche in Angriff genommen. Vor dem Umbau war das ein langgezogenes Gebäude, ein Innenraum, der vorne Konzentration hatte. Wir haben dann letzten Frühling in ganz kleiner Formation den Spatenstich gewagt. Ihr wisst noch die Regeln, die wir hatten, 5 Personen. Das haben wir gerade geschafft mit der Fotografin Debbie zusammen. Zuerst haben wir den Vorbau abgerissen, die ersten Bagger sind aufgefahren, die Kirchenbänke sind abtransportiert worden und haben einen schönen neuen Ort gefunden im schönen Bündnerland. Dann haben wir angefangen zu graben. Wir haben gehofft auf römische Ausgrabungen, auf alte Goldmünzen. Nichts war. Selbst ein Leich im Keller haben wir nicht gefunden. Es ist einfach alles glatt gegangen. Wir haben dann können Beton gießen, Verschalungen machen und so. Und die sind dann zum neuen Fundament von unserem Anbau geworden. Wir haben einen Kran bekommen und es ist unglaublich viel Material auf das neue Fundament aufgetragen worden. Und
Die Baustelle an der Zürichstrasse war jetzt plötzlich sehr spektakulär, wenn man im Stau gestanden ist. Der Feuerpolizei verdanken wir die zwei Seitentüren, wo wir unglaublich Freude haben daran, wo wir dafür ein Loch in den Kirchenmauern gebuddelt haben. Plötzlich hat es von außen ein Loch gehabt. Nein, das war kein Baufehler, sondern bewusst und gewollt. Wir haben den Raum vorne dran erweitert durch die schöne Zunge, damit es eine wunderbare Harmonie im Raum gibt. Der Ernst Stribbel wird noch etwas mehr erzählen darüber. Es hat ein Gerüst gegeben, es hat eine spektakuläre Baustelle gegeben, wo man sagenhaft viele Sachen hat können entdecken und sehen. Gerade am Anfang haben wir vieles bestaunen. Wir haben dann schon im Sommer das Aufrichtefest mit den Bauarbeiter- und Bauarbeiterfirmen feiern. Da waren wir das erste Mal in den neuen Raum hinein und haben spüren, wie er sich verändert hat. Natürlich hat es das obligate Bäumli für das Aufrichtefest auch gegeben. Dann ist sagenhaft viel gemacht worden da inne. Ich weiss nicht, wie viel Meter oder eher Kilometer an Kabel verlegt worden ist, so dass jetzt alles unauffällig dezent organisiert ist. Wir haben die Orgel verpackt, wir haben die Wände neu gestrichen mit einem sehr hohen Gerüst, wo, wenn man oben gestanden ist, auch wieder eine andere Perspektive auf den Innenraum bekommen hat. Draussen hat es auch einen neuen Zugang gegeben. Auch dort ist der Bagger aufgefahren und hat das Erdreich gerade verschoben. Gleichzeitig im Innenraum ist dann die neue Chorwand gekommen mit Alpha und Omega. Ganz in der Tradition von unseren Vorvätern, wo Alpha und Omega da hinten an der Wand hatten. Der spektakuläre Kran hat ganz viel möglich gemacht, wo wir aufhängen konnten, auch bei den Orgeln oben. Wir haben ja die Orgeln während dem Bau eingepackt. Nichtsdestotrotz ist es dann, wenn es Staub gegeben hat, nötig, dass man eine Orgel revidiert. Die ist jetzt abgebaut und die erste Reihe ist wieder montiert worden. Wir werden im September das Orgelfest feiern und dann den Kirchenumbau ganz abschliessen können. Und wir freuen uns, wenn wir dann das grosse Fest gemeinsam feiern. Es sieht einmal positiv aus. Unser Organist, der Davide De Zotti, den wir ja schon gesehen haben im Einsatz, hat den ganzen Umbau oder den Abbau der Orgel überwacht und dafür gesorgt, dass die filigranen Pfeifen auch nicht beschädigt werden. Wer noch nie hinter einer Orgel gesehen hat, hier eine kleine Impression. Hinter der ersten Reihe gibt es einen ganzen Haufen Orgelpfeifen, von ganz klein bis ganz gross, mit ganz verschiedenen Oberflächen. Man kommt fast nicht dort hinten, da muss man ein bisschen schlank sein. Wir haben auch einen neuen Zugang gemacht. Jetzt gibt es Veloständer, die wir vorher schmerzlich nicht hatten. Ja, es hat dann auch draussen eine Veränderung gegeben, nämlich wir haben jetzt einen neuen Kirchengarten, wo wir nicht nur drinnen feiern können, sondern eben auch draussen unsere innig geliebten Apero nehmen können. So steht jetzt unsere Kirche fertig, so kann man sie jetzt betrachten, so sieht sie jetzt aus von draussen. Im Innenraum, da haben wir es schon betrachten können, hat es ganz viel Neues gegeben, wo uns dann der Architekt noch nachher erläutern.
Von vorne sieht es dann so aus. Ein Blick in den Innenraum, wenn man bei der Zunge vorne steht. Da habe ich das letzte Bild. Wir haben einen ganz flexiblen Raum, wo man von oben gut kann betrachten kann, was alles möglich ist. Den historischen Umbau haben wir mit einem Baufilm festgehalten. Wir schauen zuerst von aussen den Film an und dann von drinnen. Martin, darf ich dich bitten, den Film laufen zu lassen? We'll be right back.
Vielen Dank. Jetzt gebe ich gerne unserem Architekt das Wort übergeben, wo mehr über die Kirche erzählen tut. Ernst? Geschätzte anwesende Kirchenbürgerinnen und Kirchenbürger, geschätzte Gäste. Ich bin gefragt worden, ob ich auch noch etwas zu unserer Arbeit mit euch und der Kirche sagen würde, was ich natürlich sehr gerne mache. Vorausgesetzt, vorausgestellt, für mich hat die Geschichte angefangen, als ich keine Ahnung hatte von dieser Rapperswiler Kirche, nämlich in den 90er Jahren, als ich Peter Bosser kennengelernt habe. Und das war ein lockerer, freundschaftlicher Kontakt, bis er mich einmal im Spätsommer 2015 gefragt hat, ob ich da nicht mitmachen würde. Es hat irgendwie im Frühjahr von dem 2015 in der Kirchengemeindeversammlung wieder einen Anstoß gegeben, dass man jetzt endlich nach 50, 60 Jahren etwas machen mit dieser Kirche. Und dann habe ich gesagt, gut, wir probieren jetzt. Vielleicht schaffen wir es. Und dann haben wir im Oktober, November 2015 miteinander angefangen zu planen. Planen heisst denken, überlegen, träumen, zusammenzurechnen, was es kostet, verwerfen. Es war eine ganz harte Arbeit. Aber nach 4,5 Jahren haben wir hier angefangen. 4,5 Jahre Planungszeit, Entwicklungszeit und anschließend 15 Monate Bauzeit. Und jetzt sind wir da. Was waren unsere Ziele? Das sind nicht nur die von den Architekten, sondern es sind eigentlich ihre Ziele gewesen. Sie haben sich müssen formulieren, was das letztendlich soll sein, was das für den Zweck muss erfüllen, wem das, wo wir da miteinander erkrampft haben, ich glaube, ich darf sagen erkrampft, wem das letztendlich wie soll dienen. Klar war, dass die Kirche so, wie sie da war, mit dem Raum, so eigentlich nicht mehr in unsere Welt von einem kirchlichen Zusammenleben passt. Klar war auch, dass einem da innen nicht mehr recht wohl war. Wir hatten Komfortfragen, es war kühl. Man hat immer gesagt, wir müssen die Kirche anders heizen. Sie ist auch von der Innenwände her, vom Innenraum her, ist eine Auffrischung angestanden. Das ist ein Haus, das 200 Jahre alt ist. Das hat einen ganz anderen Wärmehaushalt. Und wir haben ganz andere Komfortansprüche. Also auch da hat man etwas machen müssen. Und klar war auch, dass die Kirche ganz anders, ein anderes Sozialleben pflegt und nicht nur da hingeht und sich mit dem Wort auseinandersetzt, sondern dass der gesellschaftliche Kontakt, die zwischenmenschliche Auseinandersetzung, das Gespräch vor und nach dem Gottesdienst etwas ganz Wichtiges ist. Es ist auch klar, dass die kirchlichen Gemeinschaften viel, viel unterschiedliche Grössen haben. Manchmal sind es 30 Menschen,
manchmal sind es 80, plötzlich sind es 200, 300. Und daneben hat der Raum ja sich einen Namen gemacht, dass er ein guter Ort ist für ein Konzert. Das wird man auch weiterhin mitnehmen. Und dazu braucht es einfach ein bisschen Infrastruktur, weil das, wenn wir das wollen, in die nächsten Generationen weitergeben. So haben wir das Programm miteinander krampft, wirklich erkrampft. Und da hat es einen ganz entscheidenden Moment gegeben. Wir sind ja nicht die einzige Gemeinde, die diese Fragestellung hat in der Schweiz. Und viele haben schon versucht, auf die Bedürfnisse, auf die Veränderungen im kirchlichen Sozialleben zu reagieren. Und dann haben wir gesagt, jetzt gehen wir mal miteinander tagelang ein paar Sachen anschauen. Und das war mit Abstand der entscheidendste Tag für das Projekt. Mit Abstand. Anschließend hat die Kommission, kommen wir noch einmal darauf zurück, ganz eindeutig gesagt, wir wollen nichts Halbpatziges. Entweder machen wir es recht oder wir machen es nicht. Das war ein grossartiger Entscheid. Und die Kommission hat auch gesagt, und wir stehen her und wir kämpfen dafür. Und sie hat schwer müssen kämpfen dafür. Da komme ich auch noch einmal darauf zurück. Und dann haben wir das Programm gehabt. Und dann sind wir Architekten eigentlich dran gewesen. Jetzt haben wir müssen den Ort, wo wir wollen, wo einerseits ein Ort wo eine Meditation vom Einzelnen erlaubt, wo ein introvertiertes Sozialleben von einer kirchlichen Gemeinschaft muss ermöglichen, den Ort aus dem Raum, wo wir uns vorgegeben ist, entwickeln. Und Sie haben es einleitend gesehen beim Bild, wo Bea Bock gezeigt hat, wie der Raum so mit diesen Bänken so eine strenge Schichtung nach vorne hatte. Und vorne im Verhältnis zu dem Raum und zu den zierlichen Menschen da drinnen eigentlich so ein monumentalen Abschluss hatte. Und es war auch klar gewesen, von der Nutzung her, dass man für die kirchliche Gemeinschaft Situationen ermöglichen müssen, wie wir sie jetzt haben, dass der, der das Wort vertritt in eurer Gemeinde, hier in die Mitte stehen kann und dass darum man sich die Gemeinde kann, wie auch immer, aufbauen. Es muss aber auch möglich sein, dass wenn 200 Menschen hier drin sind, dass mit einer ganz anderen Möblierung ein Gottesdienst gleich noch stattfinden kann. Und es war auch ganz klar, dass wir alles unternehmen müssen, dass das Wort näher in die Mitte der Gemeinde kommt. Und das Entwickeln der Mitte war eigentlich die grosse Herausforderung. Wir haben dann gesagt, wir müssen dem kräftigen, rückwärtigen Abschluss hier vorne im Chorbereich ein Gegengewicht geben. Und haben dann den Gedanken von dieser Chorwand entwickelt, die nicht so einfach war, bis sie alle zusammen verstanden haben. Da hat es rückblickend erlaube ich mir jetzt sagen, die wildesten Gedanken zu geben. Und wir haben gesagt, wenn wir hinten etwas Kräftiges haben und wenn wir vorne etwas Kräftiges haben, müssen wir das irgendwie zusammenbinden. Und haben vorgeschlagen, dass wir hier die Wampfentafel gegenseitig erhöht und eigentlich so ein Gefäß schaffen, wo dann plötzlich eine Mitte entwickelt. Und die Mitte wird ja auch unterstützt durch die vier symmetrischen Fenster, wo zwischen den bestehenden Risaliten eigentlich die Mitte von dem Raum bestimmt. Das hat einmal das gegeben. Die Mitte wird weiter unterstützt durch den Boden, der hier
in der Mitte ausgetragen ist. Ganz genau in dem Viereck, wo die Mitte bestimmt ist, der Bodenlicht ausgetragen. Und dann, mit dieser Beleuchtung, die jetzt hier innen hängt, ist ein imaginärer Horizont eingezogen worden. Und damit hat der Raum eine komplett andere Proportion bekommen. Komplett eine andere Proportion. Und eine bedeutend grössere Intimität. Und ich glaube, das ist das, was ausmacht. Dass wenn wir hier reinkommen, dass wir das Gefühl haben, auf der einen Seite, ja, was haben sie eigentlich gemacht? Aber ich habe ein ganz anderes Wohlbefinden hier drin. Und mit der Materialisierung, die haben wir abgeholt beim Bestand und haben gesagt, der Rücken, der ist so stark, das Naturfarbenholz, das gibt uns Thema für den ganzen Kellerraum. Und heute meinen wir, das klingt eigentlich sehr schön miteinander. Und es eröffnet uns sogar, dass wir hier in der hinteren Südwestecke einen kleinen, intimen Ort, einen Ort der Stille entwickeln können, wo wir noch dran sind, bis wir hier fertig sind. Und ich jetzt schon wahrnehme, die katholische Gemeinde hat heute Morgen der reformierten Gemeinde die schöne grosse Kerze geschenkt. Und ich habe gedacht, die müssen wir eigentlich jetzt zu dem Ort der Stille stellen und sie steht schon dort. Das heisst, man spürt es, was dem Raum gut tut. Das ist das Innere. Ich glaube, die Kirche bleibt eine Kirche, obwohl sie bedeutend flexibler geworden ist. Auch die Zunge, die wir hier rausgezogen haben und es ermöglicht, dass man den Abendmahltisch viel mehr in Richtung der Gemeinde verschieben kann. Er kann ganz hinten stehen, er kann auf dieser Zunge stehen, er kann aber auch hier in der Raummitte stehen. Sie haben vielleicht bei dem Film, der gelaufen ist, am Schluss hat es noch ein paar Möblierungsvarianten gehabt, wo wirklich Gemeinde nur noch hier in der Mitte ist. Und es funktioniert. Es ist eine zwischenmenschliche Frage, ob das funktioniert, ob man einander gegenseitig will sehen. Das geht im familiären Kreis, aber sonst ist es vielleicht ein bisschen schwierig. Das muss man ausprobieren, da muss man sich daran herarbeiten. Und drumherum ist der Zubau entstanden mit den Sozialräumen, mit dem Ort, wo ein extravertierter Raum ist, wo die Kirche, die Gemeinde sich nach aussen zeigen kann, wo es lustiger, vielleicht auch lauter, weniger intimer zugeht und wo sich strukturell absetzt vom Hauptbau, nicht in Konkurrenz tritt zum Hauptbau und den ergänzt. Wir haben ja dort auch die Diskussion gehabt, soll das jetzt ein Massivbau werden oder ein Lichtbau? Wenn das ein Massivbau geworden wäre, dann wäre das plötzlich ein dreischiffige Kirche geworden. Das haben wir nicht wollen. Wir haben dann uns für den Lichtbau entschieden, der sich mit dieser schönen Umgebung, mit dem Grün, mit dem Park, der schon als Friedhof, als Garten für die Verstorbenen gedacht worden ist, der sich mit dem so verbindet. Darum auch die Fassung mit dem Holzboden und dieser Holzdecke, Naturholzfenster und den Lamellen, die zu dieser organischen Natur nach außen verbindet. Und dass auch Nebenräume etwas Erbauliches sein können, das sieht man auf dieser Seite, wo eine sehr, sehr subtile Farbgestaltung eigentlich etwas schafft, wo einem einfach gut tut. Etwas ganz Kleines, was einem einfach gut tut. Es sind also ganz, ganz Haufen so kleine, subtile, entwerferische Massnahmen, die letztendlich zu dem abschließenden Ganzen geführt haben. Und dann geht es natürlich nicht ohne Dank von unserer Seite. Ja,
Wir finden natürlich, dass uns der Bau gelungen ist. Und wir freuen uns darüber. Das kann man aber nicht immer so sagen. Zu einem guten Gelingen braucht es immer gute begleitende Umstände. Und das sind einerseits alle Mitentscheidenden. Die, die müssen, die dreinreden, die mitreden und die ganz ehrlich sich für die Sache einsetzen. Da sind zuerst einmal eher Kirchenbürger und Kirchenbürgerinnen, die Ja gesagt haben zu dem Abenteuer, wo finanziell ja nicht gerade der einfachste Ritt ist. Da sind aber auch die verschiedenen Kommissionen und Arbeitsgruppen, die ganze Planergemeinschaft, wo nicht nur wir Architekten sind, das sind noch Haufen andere, Haufen Unternehmer und Haufen Handwerker. Sie haben all zusammen, wirklich all zusammen, ihr Bestes und ihr Letztes gegeben. Und von Seiten von uns Architekten komme ich nicht darum herum, ein paar Namen zu nennen. Das erste ist sicher die Seite vom Auftraggeber, wo nichts passiert wäre ohne die Initiative vom leider verstorbenen Peter Bossert, wo aber auch die Rolle von der B.A. Bock, wo nachher zum Standhaus da eingestiegen ist und vom Leben dann auch noch einmal recht erschüttert worden ist, ganz, ganz grossartig weitergeführt worden ist. Dann ist aber auch der Felix Rosenfeld, der die Baukommission geführt hat über die ganze Zeit, ganz ruhig, aber er hat immer die Übersicht gehabt. Dann die ganze Baukommission, wo auch der Konvent drinnen vertreten war. Und die verschiedensten Interessengemeinschaften. Und dann ganz im Hintergrund hat es so jemanden gegeben, der geschaut hat, dass die Fäden immer schön parallel oder im richtigen Verhältnis zueinander laufen. Das ist der Ueli Schläpfer, der da auch eine ganz grosse Rolle gespielt hat. Dann ist unsere Planerseite von den schwergewichtig engagierten Mitarbeitenden. Der am längsten dabei ist, ist der Paolo Kölliker, der sehr früh dem ganzen Unternehmen Struktur gegeben hat, wo das Projekt inhaltlich strukturiert hat, wo geschaut hat, dass unsere vereinbarten Leistungen immer stimmen mit dem, was wir abgemacht haben, miteinander, der gesagt hat, ihr habt gespart und bevor ihr das Geld, das ihr gespart habt, jetzt wieder ausgeben wollt, bzw. wo ihr verzichtet habt darauf, bevor ihr, dass ihr das jetzt nicht ausgeben wollt und das jetzt gleich wieder haben wollt, müsst ihr immer das Geld beschaffen. Da sind die Planenden Sandra Keisner, wo nachher Tontana Ebneter abgelöst worden ist, und mein Partner David Menti, der gleich die Gesamtprojektleitung hier übernommen hat. Sie alle und noch mehr in der anfänglichen Zeit, die jetzt hier nicht genannt sind, haben mit unglaublich viel Herzblut an diesem Projekt gearbeitet. Nicht vergessen möchte ich den Landschaftsarchitekten Beat Weiss, der ganz, ganz pragmatisch, aber mit einem unglaublichen Wissen und einer hohen Sensibilität für die Umgebung von dem Bau und Verknüpfen mit dem Friedhof zuständig ist. Ich danke all denen für den hohen, gegenseitig gepflegten Respekt. Und speziell
für das enorm grosse Vertrauen, das wir seitens von euch als Bauherren hatten. Ihr alle habt einen super Job gemacht. Und noch etwas. Ganz am Anfang von unserer langen Reise vor 5 Jahren und mehrmals auf dieser Reise habe ich immer gesagt, wir werden schwer leiden, um unter diesen materiellen Bedingungen das Ziel zu erreichen. Wir mussten auf Haufen Wünschbares verzichten. Wir mussten uns entscheiden, was ist wirklich notwendig. Es hätte grösser sein können, man hätte das noch gern gehabt, man hätte das noch gern gehabt. Es war ein riesiger Katalog da. Da hat es einen Moment gegeben, wo wir mal den Katalog ausgerechnet haben und zusammengezählt haben. Und dann war es möglichst still und alle zusammen sind verschrocken. Und dann haben wir gesagt, schaut, jetzt kommt der mit dem Verzichten. Jetzt müsst ihr das, gibt es das nicht, gibt das nicht, gibt das nicht, gibt das nicht, gibt das nicht. Und es kostet immer noch mehr, als wir gemeint haben. Und jetzt müssen wir wieder sagen, entweder kämpfen wir jetzt dafür und machen es so, verzichtet auf das, oder sonst haben wir es nicht. Und dann hat man das miteinander abgemacht. Und hat sich knallhart bis am Schluss dran gehalten. Das ist in meinem Architektenleben praktisch noch nie vorgekommen. Weil es kommen immer so die Wünsche hinten rein und dann lappt man das auf und am Schluss klopft es. Das ist hier nicht passiert. Und weil es so ist, können wir auch euch heute schon sagen, dass wir zu einem ganz, ganz glücklichen finanziellen Abschluss wären gekommen mit dem Bau. Ganz, ganz herzlichen Dank wirklich an alle. Und jetzt habe ich noch eine Aufgabe. Es gibt ja in einer solchen Situation die symbolische Schlüsselübergabe. Man sagt, man trennt sich als Architektin und Architekt von einem Kind. Und da sind wir mit unserer Erneuerung hier an einem ganz speziellen Ort. Sandra, die an diesem Haus gearbeitet hat, ist im letzten Herbst Mutter geworden. Sie hat ihr Kind. Dana Ebneter, der in der Sandra ihre Arbeit übernommen hat, ist mitten oder kurz vor dem Schluss von ihrer Mutterschaft und sie wird ihr Kind bekommen. Und für uns, denen wünschen wir natürlich alles Gute. Und das dritte Kind, unser Bau, das übergebe ich jetzt unserer weltlichen Chefin, der KIFO-Präsidentin Bea Bock, und wie ein Schlüsselkind kommt sie jetzt den Schlüssel über. Im Namen von unserem ganzen Team wünsche ich dir und der ganzen Kirchenbürgerschaft von Rapperswil alles Gute, dass sich eure Vorstellungen über euer zukünftiges Kirchenleben für euch und alle Folgenden erfüllen mögen. Noch einmal ganz herzlichen Dank für die wunderbare Reise. Danke vielmals, Ernst. Wir bleiben gerade bei dir. Nicht stellen. Also, wir danken dir, Ernst Rebel.
Und wir danken deinem Team und ich möchte gerne deine Mitarbeitenden, die hoffentlich alle wie angekündigt da sind, führen bitten. Nämlich den David Menti, Anna Ebneter, Sandra Keisner und den Paolo Köliker. Stellt euch bitte gerade auf dieser Seite aufstellen. Danke vielmals. Also einen grossen Applaus unserem Architekturbüro. Genau. Ich möchte, wenn wir schon die Leute vorne haben, weil ihr habt mit unseren Leuten zusammengearbeitet, von der Baukommission insbesondere, möchte ich auf die andere Seite die Mitglieder der Baukommission bitten. Nämlich den Freddy Ambroschütz, den Alfons Amweg, den Hans-Jörg Ebinger, den Martin Grimlich, Claudia Rieben, Rita Dubach, den Jörg Heiniger, den Heinz Fäh, den Hans-Peter Aschmann unter der Leitung vom Ressortverantwortlichen der Liegenschaft, den Felix Rosenfeld. Jetzt fehlen noch wenige Mitglieder, weil ich sehe, alle sind engagiert, von der Kirchenvorsteherschaft. Und die bitte ich, sich hinter mich zu scharen. Genau. Jetzt fehlt natürlich jemand. Hat jemand herausgefunden, wer noch fehlt? Vorschläge? Unser besonders verdiente Kirchengemeinde schreiben, die sich immer so zurückhaltend. Ueli, bitte komm auch da führen. Genau. Wir haben für unsere verdiente Personen, die den Kirchenumbau erst ermöglicht haben, vielen herzlichen Dank an alle, die da vorne sind, ein kleines Geschenk mitgebracht, nämlich logistisch, ich wüsste mit dem Verteilen, das ist alles heute mit Corona ein bisschen schwierig, eine wunderschöne Kerze, wo die neue Kirche drauf ist. Und ich bitte euch dann beim Rausgehen so eine zu nehmen. Und dazu gibt es noch eine nette Blume. Gut, danke vielmals. Ich lasse euch wieder sitzen. Mir ist nicht wohl, wenn ihr nicht zusammensteht. Wir haben noch weitere Danksagungen, damit wir bloß niemanden vergessen, weil es sind unglaublich viele, die mitgearbeitet haben. Das sind, da möchte ich besonders erwähnen, unser verdienter Präsident Peter Bossart-Selig, der die Vorstudie für den Kirchenumbau gerade selber finanziert hat und uns einen Wegvisionär zum Umbau aufgezeigt hat. An unsere Kirchenbürgerinnen und Kirchenbürger, die im ausgesprochen breit abgestützten Mitwirkungsverfahren unter der Leitung von der Claudia und der Katharina ihre Ideen, Wünsche und Stimmen eingebracht haben. An die Kirchenvorsteherschaft, die zusammen mit unseren Mitarbeitenden sowie dem Architekturbüro ein abstimmungsfähiges Projekt ausgearbeitet haben. Ihr habt gesehen, wie viele das sind. Und besonders an unsere Stimmbürgerinnen und Stimmbürger, die wuchtig für die Erneuerung eingestanden sind. An die vielen Baufirmen und Bauarbeitenden, die zuverlässig hervorragende
Arbeit geleistet haben. Vielen, vielen Dank. So. Gern übergebe ich jetzt voller Stolz die neue Kirche an Sie und Euch. Heute ab Pfingsten, unsere grosse, hohe Viertig nach Ostern und Weihnachten, das Fest unserer Gemeinde. Wir feiern wieder eine Eröffnung und können die Kirche auf ganz neue, vielfältige Art benutzen. Zum Gottesdienst als Ort der Stille, als Gemeinschaftsraum und ganz viel Neues wird möglich. Unser aller Traum, neue Formen von Gemeinschaft zu erleben, ist Wirklichkeit geworden. Das grosse Kirchenfest werden wir hoffentlich im September können feiern, wenn die Orgel rundum erneuert wieder eingeweiht werden kann. Dann schliessen wir den Umbau vollends abschliessen und wir freuen uns darauf. Vielen Dank von ganzem Herzen für den für den unfallfreien Bau ohne Zwischenfälle, für das wohlwollende gute Gelingen, für die Haltung von unserem Budget, was uns unglaublich wichtig und auch stolz macht, weil wir zusammengestanden sind und für das gemeinsame Gelingen gekämpft haben. Viele gute Wünsche möge unsere geliebte Kirche, unsere schöne Gemeinschaft und euch alle begleiten. Dankeschön von Herzen, alles Gute. Jetzt habe ich natürlich auch mir überlegt, wie können wir sie alle überraschen. Und wir haben zurückgegriffen auf unsere Innovation, die wir haben, unsere Täschchen. Das heisst, wir haben für Sie alles Täschchen dabei, wo wir etwas zum Anstossen haben, eine Erinnerung an den Kirchentag. Und jetzt, wo das Wetter so schön ist, haben wir spontan ein paar Bänke draussen aufgestellt, wo wir zu viert, wir haben ja schliesslich ein Gastropatent, dürfen sitzen und in dieser Form doch noch aufs Gelingen anstossen können. Wer mag, kann sich in unseren neuen Kirchengarten begeben oder kann hier den Träum anschauen, ganz wie jeder beliebt. Wir geben euch die Täschchen gerne mit. Also, vielen Dank, alles Gute und schönen Pfingstabend. Merci.